Europas größte Offroad-Messe, die Abenteuer und Allrad in Bad Kissingen, hatte vom 4. bis 7. Juni 2015 ihre Pforten geöffnet. Zum 17. Mal bereits und entsprechend pilgerte die Szene nicht nach Mekka, sondern auf den Besucher-Campingplatz unten im Ort. Auf dem waren denn auch eine ganze Reihe von Allradlern zu bestaunen, die so manche Ausstellung zur Ehre gereicht hätten. Entsprechend toll war die Stimmung schon vor der großen Show. Zum Motto der heurigen Abenteuer und Allrad sagt Marion Rippberger vom Organisator Prolog. Das Motto der Abenteuer Allrad 2016 betrifft Reisen, Abenteuer, Emotionen, die Menschen wieder zur Lust an Rausgehen, Offroad, Outdoor zu begegnen. Wie komme ich in dieses Land? Welche Möglichkeiten, welche Fahrzeuge gibt es? Welche Techniken gibt es? Welche Optionen der Aufrüstung gibt es? Bei uns auf der Abenteuer Allrad findet man wirklich alles. Rund 54.000 Besucher folgten dem Ruf und es war schon beeindruckend, was in den 250 Aussteller auf dem Ausstellungsgelände im Naturschutzgebiet geboten haben. Geländewagen, Trucks und spektakuläre Offroad-Reisemobile erwarteten die Besucher ebenso wie jede Menge Outdoor-Zubehör und Bekleidung. Und das Ganze bei idealem Wetter und in toller Atmosphäre. VW hatte nicht nur seine Sondermodelle im Gepäck, sondern auch Umbaugurus wie Peter Seikel. Richtig gut. Die Messe für sich entdeckt haben freilich auch die LTV- und Quad-Hersteller. Wir Canon präsentieren auf der Abenteuer Allrad, wie jedes Jahr. Geniale Messe für uns, um wirklich neue Kontakte zu generieren, deutschlandweit, international sogar. Und unsere Plattform komplett hier ausgestellt. Testfahrmöglichkeiten mit einem Tourteam, gute Voraussetzungen für gute Geschäfte. Das haben natürlich auch die anderen erkannt. Polaris zeigte in Bad Kissingen neben einer heller erleuchteten RZR 1000 sein komplettes 2015er Sortiment. Gut ankam neben dem Bestseller Sportsman 570 auch eine Ranger 6x6, die von HP Geländewagentechnik mit einem Hydraulikkran ausgestattet war. Beim nordamerikanischen Marktbegleiter Arctic Cat stachen vor allem die ATVs der brandneuen XR-Serie sowie die neuen Prola-Modelle ins Auge. Auf dem Kymco-Stand erwiesen sich MXU 700 sowie UXV 450 und 700 als familientauglich und die bereits bekannten Kinderquads des taiwanesischen Herstellers kamen beim Nachwuchs auffällig laut an. Hier auf der Messe in Bad Kissingen auf der Abenteuer Allrad 2015, wenn wir von Quadix erstmals den 1100er Allrad präsentieren. Und nicht nur das. Für den Quadix Buggy bietet das Team um Jörg Braun mittlerweile auch ein ordentliches Gepäckfach sowie ein Bikini-Hardtop, das über aufrollbare Seitenfenster aus transparenter LKW-Plane verfügt und vollständig winddicht abschließt. Hammer auf dem Quadix stand allerdings ganz gelb und leise am Rande. Ja, hallo, ich bin der Daniel Alders von der Firma Creative Data. Wir haben jetzt hier mal so einen Quadix Buggy auf Elektroantrieb umgerüstet. Und das Respekt richtig professionell. Mit Allradantrieb, Lithium-Ionen-Technik und einer Reichweite von rund 200 Kilometer. Weiter, zumindest mit einer Tankfüllung, dafür schneller und querer kommen die Rage Buggies daher. Hi, I'm Anthony Alsop, I'm the Managing Director of Rage Motorsport in the UK. And this is our Rage Comet R vehicle. 200 horsepower using the Kawasaki 1400cc engine. And I'm just going to start it up just to get up to the temperature. Thank you.
Was für ein Sound! Buggies aus Deutschland präsentierte Mirko Busch von New Street Style. Kurz aus russischer Fertigung ging's auf dem Stand von Rival. Horn Tools bietet für seine Seilwinden interessante Aufnahmevorrichtungen für den Hängerhaken. Warrior Seilwinden bot das Team um Markus Appelt zum Kampfpreis an. Für die T-Max Seilwinden von Genesis Import bietet das Team um Klaus Nahr und Dror Harel auch ein pfiffiges Bergegurt-Set an. Wir haben hier ein Bergegurt-Set für kurz, besteht aus einer Umlenkrolle, zwei Schäkel und noch zwei Bergegurte, die man auf Baum legen kann. Eine fahrbare Jagdkanzel, die rechte Weidmänner natürlich mit dem ATV oder Side-by-Side ins Revier ziehen, hat Udo Röck erfunden. Traditionell kommt auf der Abenteuer- und Allrad auch das Offroad-Erlebnis nicht zu kurz. Wie gewohnt gab's daher auch bei der 17. Auflage der Kultmesse wieder die Offroad-Taxis. Eble 4x4 aus Lahr bot Fahrten in der viersitzigen Polaris RZR an und für Can-Am chauffierte das Tvoot-Team in zwei Maverick 1000 Turbo. Wir verlassen jetzt die Bahn und machen einen schönen Nachmittag mit diesem schönen Maverick. Ja. Aber die junge Frau weiß, dass ich 130 PS hier unter meinem Bobs habe und einen Zweizylinderfahrer von Maverick. Und das, nur das interessiert sie. Na dann ist ja alles gut. Und wie war's? Sehr gut war's. Jederzeit wieder und gerne auch ein eigenes. Damit auch die Kinder auf ihre Kosten kommen, gibt's auf der Abenteuer und Allrad seit jeher einen Kinder-Quad-Parcours. In diesem Jahr sogar noch mehr. Das Team von der Erlebnismanufaktur in Jettingen rückte eigens mit Segways und Zieseln an. Ein Heidenspaß und das nicht nur für die Kiddies. Aber das mit dem Umsteigen funktioniert doch nur, wenn du ein bisschen Kraft noch im Oberkörper hast, ne? Eins, zwei.
Oh, das ist dick. Insgesamt also einmal wieder eine tolle Abenteuer- und Allrad. Eins allerdings haben wir vermisst auf Europas größter Offroad-Messe. Zu einem perfekten Kultevent gehört auch ein richtiges Festival am Abend. Schauen wir mal, ob das Prolog-Team die Wünsche seiner Jünger erhört. Die nächste Abenteuer- und Allrad wird vom 26. bis 29. Mai 2016 stattfinden.